Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Da war ich die ganze Zeit. Habe ich noch gar nicht so registriert, wo die ist. Ja, in der letzten Folge haben wir Ispol erreicht, haben wir unsere Runden gemacht und ein paar Quests gemacht und neue Klamotten eingesagt. Schaut euch die Klamotten an. Schaut euch an, wie cool ich jetzt aussehe, ne? Schön, ne? Oh, die Sonne kommt dahinter hin. Windmühlenblatt hervor, sehr cool. Deine Rüstung steht dir wirklich gut. Oh, danke. Warum habe ich das Gefühl, dass ich dich vor langer Zeit schon einmal gesehen habe? Ach, Zufall. Wir sind einfach nur alt. So, unsere Aufgabe ist, wir müssen heute zum Phönix-Tor. Wollten wir ja eigentlich letztes Mal, aber dann hat dieser alte Mann uns noch gesagt: Hey, hör mal, sag mal guten Tag zu dem einen Typen. Und das haben wir dann gemacht, ne? So, da wollte ich gar nicht hin. Mich vielleicht hier nur so mal umschauen sollen, so auf Screen, aber ne. Ja, gut, gehen wir zum Phönix-Tor, weil wir wollen nach Hause und gucken, was wir da machen müssen. Habe ich hier schon vorbeigeschaut im Laden? Ich glaube nicht, ne? Willkommen, mein Freund. Obwohl, doch, das sieht relativ. Ne. Ich hoffe irgendwie, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die Sachen irgendwie so verfassbar sind oder so, ne? Aber kann ja sein, dass irgendwie was in der Welt irgendwie passiert, so diese die gesamte Welt wird irgendwie weil nicht ausgelöscht und so, und da kann ich ja nicht mal einkaufen oder so, ne? Und dann habe ich dann verpasst und das wäre so doof, ne? Aber so viel Geld habe ich auch nicht, ne? Selbst wenn ich mir das jetzt hier kaufen würde, ne? Da gibt ja noch andere Sachen im Versteck und so, ne? So, ich drücke mal R2, ne? Sobald ich jetzt hier drücke, ne? Finde das so geil, ne? Der Widerstand sich erhöht vom Schulterknopf. So, wir sind im Dämmerwald. Warum heißt es das tote Land? Ich wusste nicht, dass es so nah ist. Kein Wunder, dass die Ernte ausfällt. Die Fäule saugt den Erd. Oh mein Gott, jetzt kriege ich Heiltränke. Oh mein Gott, zum Glück habe ich nicht alle voll geholt. Werden ihre Felder so aussehen. Keine Pflanzen. Letztens habe ich voll viel gebraucht, ey. Kein Leben. Aber auch keine Bestien. Das ist das einzig Gute. Ich bezweifle, dass hier keine Monster sind. Das wäre zu einfach. Meine liebe Jill. Aber gucken wir mal, ne? Guck mal. Hm. Dann haben wir wieder so einen etwas dunkleren Ort, ne? Was ist das? Was ist das? Auch ein Relikt der Gefallenen? Ich will Magie einsetzen, klappt aber nicht. Oh, kann ich auch gar nicht. Ich glaube, hier. Und rechts hat ausgegraut. Kann ich auch nicht. Okay. So viel dazu. Gut. Wird vertagt. Wie auch Jill irgendwie nichts gesagt hat, ne? Aber ist wahrscheinlich auch wieder so im Sinne von, ja, was, wenn ich hier irgendwie 200 Stunden später hingekommen wäre, ne? Wir werden hier keine Magie wirken können. Noch ein Grund zur Sorge. Als ob es ohne Äther nicht genug Probleme gäbe. Wenn das jetzt ein Heiltrank ist, ne? Wow. Nur noch das. Ich habe letztens welche geholt und jetzt geben sie mir welche umsonst, ey. Ich krieg gerade zu viel. Die haben mich 200 Gil gekostet, glaube ich. Boah. So typisch, ich kann mir ne? Kaum vorstellen, wie dieser Ort vor der Fäule einmal ausgesehen hat. Ich weiß es noch. Weißt du, wie so ein Jagd. Hast du wie ein Jagd in Final Fantasy Tactics oder Final Fantasy 12. Jetzt auch ein Halter ist. Er will mich auf den Arm nehmen. Ich habe mir letzten welche geholt. Ja, jetzt geben sie mir. Boah. So typisch, ne? Was dann einfach nicht, was hat nicht, dass das Spiel da gemacht hat. Voll Geld verschwindet. Ich könnte einen Ratschlag vor Wut machen. Da ist das. Das Phönix. Das war jetzt halt ein Gebiet. Wir sind einfach da durchgegangen. So. Guck mal, hier ist ein Gebiet ohne Monster. Es ist wirklich so eine gute Idee mit der Rüstung unseres Vaters in
feindes Gebiet reinzugehen. Zeit, die Wahrheit herauszufinden. Okay. Ist da wieder so eine Art Story Quest, die ich irgendwann spielen kann, so erneut. Hand. Ruin des Phönixtors. Trotz vieler Winter, die seit jener schicksalhaften Nacht vergangen sind, liegt die Festung seit ihrem Fall unverändert in Trümmern. Okay, cool. Also nicht cool, weil wir sind vielleicht daran schuld, ne? Galat hat irgendwie auch gar keine Story-Relevanz mehr, ne? Der ist auch nur noch für Fanservice hier, ne? Für alle Hunde-Liebhaber. Fast als wäre die Zeit stehen geblieben. Es hatte wohl niemand einen Grund zurückzukehren. Genau wie ich es verlassen habe. Was? Sehen wir uns um. Asche? Asche? Okay. Alles klar, Großer. Für dich, Großer. Gut. Dann werden wir den wieder für 5 Parts gefüttert. Natürlich nicht. Ja, ich spiele gerade so den Kampf noch mal in meinen Kopf ab, ne? Und das war ja schon ganz schön heftig, ne? Was die da gemacht haben. Irgendwie sind die ja unterirdisch irgendwo gewesen. Das habe ich immer noch nicht so genau verstanden, wie das passiert ist. Was ist Torgal? Clive. Das ist er. Schnappen wir ihn uns. Er ist der Schlüssel zu allem. Ich muss ihm nach. Irgendwas noch hier? Ich meine, er wird jetzt wird irgendwie relativ wenig Sinn machen, wenn irgendwo eine Schatztruhe liegen würde, ne, in den Trümmern. Aber man weiß ja nicht. Also Feuer machen, um was zu sehen. Doch hier sein. Vielleicht ist er durch diese riesige, auffällige Tür gegangen. Verdammt! Er ist wieder entwischt. Wo sind wir eigentlich? Ist das ein Schrein? Entschuldige, du bist ja das erste Mal hier. Das ist die Halle des Tors. Des Tors? Ein Relikt der Gefallenen. Nur der Phönix kann es öffnen. Daher der Name der Burg. Hier hätte Joshua damals... Ja. Hinter diesem Tor hätte er die Worte unserer Vorfahren vernehmen sollen. Ach, das ist der... Stimmt. Wir sind da reingegangen, um irgendwie zu gucken, wie es weitergeht, ne? Das Apoditerium ist heilig. Nur der Dominus darf hinein. Ich und die anderen Schilde hätten hier gewacht und
für seine sichere Rückkehr gebetet. Genau. Wo könnte er nur sein? Vielleicht da drin. Nicht möglich. Nicht ohne die Kraft des Phönix. Ja. Ja, wenn der andere jetzt da durchgegangen ist, ne, dann ist ein bisschen offensichtlich, ne? Danke, Joshua. Hast du wirklich... Absolut. Und ja, irgendwie verstehe ich das auch noch nicht so. Er hat die Kraft des Phönix, aber Joshua ist irgendwie der Auserwählte des Phönix. Aber Joshua hat sich darüber beschwert, dass er der Erwählte ist und nicht Clive. Obwohl er ganz eindeutig die Kraft des Phönix hat. Also. So ganz genau verstehe ich das ehrlich gesagt auch nicht. Oh Gott. Soll eine Ruine der Gefallenen sein? Ruine würde ich es nicht nennen. Fährt nach Bosskampf aus. Es ist, als wäre es erst gestern erbaut worden. Es ist noch größer, als ich dachte. Na, was seid ihr denn? Na? Sie greifen an. Ja, nicht gut. Da machen wir die kalt. Aber ja, du Stück. Gefallener Käfer. Muss ich da runterschmeißen? Da habe ich gemacht gerade. Ah ja. Natürlich. Also wir wieder über eine alte Zivilisation gestolpert. In jedem anderen Rollenspiel. Lichtschwerter. Ja, ein Lichtschwert. Was hat der Kingdom Hearts, Disney, Star Wars, ne? Au. Habe ich gesehen. Und hier. Wir müssen draußen, ja. Ich weiß nicht wieso. Ich jetzt gestern halt letztes Mal gespielt habe. Oh, wollte ich gar nicht machen. Hab vergessen, ich habe diesen super Angriff hier. Hier scheint noch alles intakt zu sein. Der ganze Ort lebt. Oh. So müssen die Ruinen vor dem Fall ausgesehen haben. Okay. Berühren. Hier wird es doch bestimmt eine Schatzrunde irgendwo geben, ne? Aber das ist bestimmt dieser Ort, den wir irgendwie gegen Joshua gekämpft haben als Ifrit, ne? Ja. Komm mal hier hin.
Ja, geh mal auf ihn los, danke. Was? Ah, diese Truhen sind aber echt riesiger Letdown meistens, ne? Weil immer nur Sachen zum Upgraden drin sind. Nicht irgendwie so mal eine geile Waffe oder so eine geile Rüstung oder so, ne? Berührt. Das ist schon der nächste. Oh Gott. Ah. Gott. Gott. Boah, irgendwie habe ich gerade die Steuerung voll vergessen. In der, wenn ihr irgendwie spielt und auf einmal ist irgendwie alles weg, so wie die Steuerung nochmal funktioniert. Oh Gott. So, ich habe vergessen, ein Ding einzusetzen. Lass mal den hier ein. Ah, muss ich mal drauf achten, dass ich genug Punkte dafür habe. Oh Gott. Gott, passt. Oh Gott. Komm her. Das mache ich nicht vergessen. Ah, komm. Jawohl. Ja, wie schlecht mich gar nicht so doof an. Ah. Oh, der hat ich bestimmt. Aber doof. Meiner. Da kommen wir, wie viele Wellen ich geschossen habe. Des Windes, Krallensturm, da wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Wenn ich denke, was dieses Ausrüstungsteil macht, was ich denke, was es tut, ne? Das war ein Satz, ne? Krallensturm, 15%, das ist eine Menge. Aber was nehme ich dafür weg? Ne, allgemein Angriffswert, machen wir mal weg. Mal Krallensturm hier stärker machen, ne? Heiltränke will ich auf jeden Fall hier immer noch stärker haben. Aber wo Heiltränke haben? Danke. Ja, jetzt kriege ich endlich Heiltränke mal. Na, guck mal. Ja, jetzt geben sie mir die. Aber gestern haben sie mir nichts gegeben. Bomber, oh Gott. Nicht gut. Die explodieren nach einer Zeit. Au. Ja, die werden größer und irgendwann explodieren sie. Und ich kann mit meinem Feuer nichts an Schaden machen, fast, ne? Komm mal her. Kann sich jede ein. Ja, so muss ein Bomber aussehen, nicht irgendwie so ein. Wenn ich mich daran erinnere, wie die in Final Fantasy 13 aussahen, ne? Aber so
so achtkantige Würfel. Also ohne irgendwie Gesichter oder irgendwie so was. Ne, vollkommen lieblos sahen die aus. Final Fantasy 13 ist so kacke. So muss ein Bomber aussehen, Mann. Der komischste Monster in Final Fantasy. Keine brennende Kugel mit dem Gesicht. Mehr muss da nicht. Oh, ganz klar. Nicht, dass ich wüsste. Der Phönix wäre wohl herzlicher empfangen worden. Wollen wir da reingehen? Lass mal gucken, so an Fertigkeiten. Ich glaube, ich habe schon alles, was ich haben wollte, ne? Da habe ich ja immer ausgerüstet, ne? Stimmt, da ist auch ein anderer Angriff. So, den muss ich nicht mehr hier, den hier, ne? Ja, Krallen. Weil mal Krallentanz. Krallentanz. Krallensturm. Was ist ein Krallensturm dann? Oder hat sich der Name geändert, nachdem ich das hochgelevelt habe? Ist das jetzt hochgelevelt? Ist das jetzt verbessert oder nicht? Ich weiß es nicht. Da steht Krallensturm. Und weiter geht's. Wo landen wir wohl diesmal? Ich vermute wieder inmitten von Wesen, die es auf unser Leben abgesehen haben. Hat der Mann in der Robe auch diesen Weg genommen? Das wissen wir erst, wenn wir ihm bis zum Ende folgen. Ich glaube nicht, sonst wären die ganzen Bücher ja alle tot, ne? Außer er ist einfach an dem vorbeigelatscht. Geld. Der den einfach so ein Peace-Zeichen geben, so, ey. So ein Brustklopfer, so was geht. So, da ist ein Boss, ne? Das wird nicht einfach. Okay. Aber der ist ja immer noch nicht fertig. Gott. Hab ich nur so in der letzten Sekunde irgendwie gemerkt. So, ich würde gerne meine Ultimate hier. Ich weiß, Ultimate. Wie lange? Ich würde hier alles mal ganz schnell hier kurz wegballern. Jetzt brauche ich da gar nicht mehr. Aber egal. Auf die Knie. So, ja, aber ich glaube, das ist schon relativ viel Schaden. Oh, ich habe gerade den Zeug. Oh Gott. Oh, er hat gar nicht gezählt. Ich gerade. Hey, gib. Weiter. Wenn man diese ganzen Sachen hinkriegt, ne? Schon richtig gut. Wollen einfach reingehen, auch wenn ich Schaden bekomme. Was ist denn da oben am Ballern, ey? Ja, soll ich denn hier rauskommen? Das ist noch nicht fertig. Gar nicht, wo ich ja losgehe. Ah, er hat nicht gezählt. Boah, jetzt ist er halt nur am Spam. Ah, ich will immer diesen Ausweichangriff einsetzen, ne? Aber der zählt irgendwie nicht anscheinend.
Ah. Oh, nur gezählt. Ja. Ah, ich glaube, ich brauche nicht meine Ultimate. Was immer das heißt. Lebensflamme. Wenn ich am liebsten am Anfang des Kampfes eingesetzt habe, alle Gegner da waren, ne? Ein bisschen so rumgelaufen, so bis ich halt wieder auflädt, aber ist nicht passiert. Dauerte trotzdem so lange. Heiltrank. Danke. So. Komm mal her. Wir haben Leben. Ja. Oh. Neue Gegner. Oh, guck mal, wie viele Zahlen hier. Oh Gott. Ich bin einfach nur aus Reflex ausgewichen. Ich habe nicht gesehen, dass da was nicht zugekommen ist. So, ich weiß nicht, ob ich weniger Schaden gegen gemacht, weil die Feuer sind, ne? Bis jetzt, das Spiel scheint mir jetzt noch nicht irgendwie so was erwähnt zu haben im Sinne von Elementen und irgendwie so was, ne? So, dieser Angriff macht gegen diese Gegner weniger Schaden und also was, ne? Oh, 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 oh. Ja. Und deswegen, meine Freunde, heißen die Bomber. Die halt explodieren, wenn man die zu oft angreift. Okay. So, ich hoffe, es gibt hier nicht. Es gibt ja mehrere Wege, glaube ich, ne? Will er es finden? Ist auch schade. Das ist wahrscheinlich für den anderen angeführt, aber ne? So, kann ich das jetzt. Nein, immer noch nicht. Willenskraftschaden von schade, ja, aber ich komme irgendwie nie dazu, den richtig vernünftig einzusetzen. Ja, ich gehe noch mal checken, ja, ne? Weil es sieht irgendwie aus, als wären hier mehrere Orte. Ich könnte übrigens keine Karte aufrufen, ne? Hätte ich das natürlich schon längst gemacht. Aber anscheinend nicht. Weißt du, wenn ich diese Klamotten hier verpasst hätte, diese Ausrüstungsklamotten, dann wären die auf jeden Fall weg gewesen, ne? Weil ich glaube, ich kann ja noch mal reinkommen. Ah. Alter, was ist hier? Mr. Feuer essbar. Oder irgendein anderer Boss. Da kommt etwas. Oh nee. Oh, eine Eisenrüstung. Was für so eine Eisenrüstung, eine Eisengigant. Bekannter Final Fantasy. Eisengigant, ja. Au. Wie kannst du es eigentlich wagen? Oh Gott. Der hat einfach dadurch angegriffen. Okay, der kann mehrmals angreifen. Ich sehe gerade meine regenerierbare AP, die gehen immer wieder ein bisschen runter. Aber was da gerade passiert? Ah, da war eine Parade, genau. Genau, Paraden gibt es ja auch noch, ne? Das ist genau, wenn ich angreife, wenn der Gegner irgendwie mich angreift, ne? Ja, das kriegt so riskant. Okay, oder?
Ja, aber gut, hat die auch immer irgendwie so starke Angriffe ablässt, wenn die Gegner gebrochen sind. Was? Was? Protonenschall? ja, wie? Ich habe gedacht, ich hätte schon gerne herausgefunden, was passiert wäre, wenn ich das, wenn er hat geschafft hätte. Okay, ja, ich wusste es. Naja, muss ich mal heilen. Long, 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 long. Oh. Einfach alles draufballern. Ja, den Angriff hätte ich vielleicht irgendwie absaugen können, ne? Au. Wer war da? Auch schon wieder zu früh. Meine eigene Magie eingesetzt. Ha. Der Gutsche. Und nur so, ah, oh Gott. Schlecht und weg bist du. Eisengiganten zerlegt. Okay, cool. So, jetzt kann ich mir die Fähigkeit einverleiben und hochballern. Wer sagt ja Dungeon mit den bekannten Final Fantasy Monstern? Er ist ein Bomber, Eisengiganten. Und das nächste Top Mary. Da würde ich mir sofort von in die Hose machen. Und warum greifen sie uns an? Wahrscheinlich fragen Sie sich dasselbe. Wir sind hier eingedrungen und Sie beschützen Ihr Heim. Jill, dort. Oh, das sieht wichtig aus. 3 Prüfungen soll zu bestehen. So eine Art Wandbild? Nein, sollten es uns wohl genauer ansehen. Das ist ein Bildwand. Ja, ich finde gut, dass ich jetzt wieder hier Heiltränke bekomme. Ne? Ich nehme an, das Spiel weiß, so du kannst ja nichts kaufen oder irgendwie so. Ne? So, wir verbessern mal den Tanz. Ja, ne? Meister müssen wir halt nicht. Ne? Dann sparen wir als nächstes hierfür, nehme ich an. Ne? Finde ich auch komisch, da ist halt Krallensturm, ne? In dem Menü ist halt Krallentanz, das ist ein bisschen komisch. Und das Wind ist Orkanrad. Ich kriege ja für alle meine Attacken hier so ein Aufrüstungsding, ne? Orkanrad ist irgendwie dieser Superangriff, ne?
Grab oben wieder voll AP, sehr cool. Aber gehen wir als nächstes hin. Nicht hier. Ich sehe gar nicht so komisch an, so. Ist ja da irgendwie so ein Fehler oder so, ne? So ein Frequenzfehler oder irgendwie so. Rühren. Ist jetzt noch ein Boss. Ah, wer bist du denn? Und auf geht's. Ja, na, was bist du? Steht da Lich, Licht. Ah. Ah. Lich King. Oh Gott. Ich hab schon gewusst, dass der irgendwie auf uns schießt oder irgendwie was. Nein, was? Pass mal auf, ich mache jetzt hier. Ich hab vergessen anzugreifen. Aber du bist ein normaler Gegner, ne? Drescher. Boom. Ah. Ah, beinahe lange ausgerichtet. Ah. Ah, so kann ich den anvisieren. Ich drücke die ganze Zeit linke, den linken Stick rein. Oh, den wollte ich gar nicht. Machen wir lange. Vielleicht hier. Oh, schade. So. Boah, guck mal. Ich mach schon in den 100er jetzt Schaden. Habe schon vorher gemacht, aber jetzt mache ich ein bisschen mehr. Schon? Nee. Mach mal hier. Ah. Nein, schau dich das nicht an. Was zur Hölle war das denn? Anders als die anderen. Dieser Ort hält wohl mehr Geheimnisse bereit, als wir dachten. Okay. Ja, da waren nur normale Gegner, ne? Wie viele Trinke ich jetzt hier bekomme? Ey, wo waren die alle letztes Mal? Berühren. Ich habe den roten Daumen. So, ich habe jetzt. Ich habe jetzt gedacht, wenn das jetzt 5 von diesen Dingern sind, ne? Komm mal her. Oh, schon alle tot. Und da waren sie tot. Berühren. Lichter. Es hat irgendwas bewirkt. Aber was nur? Braucht nicht unbedingt immer das Offensichtliche hier erwähnen, ne? Mir schon klar, jetzt hier irgendwie was passiert. Licht führt uns wieder hier rein, von daher. Wo erwartet doch am Ende irgendwie voll krasse
Questline, ne? Das ging schnell. Berühren. Fast berühren. Was ist denn das? Noch ein Rätsel der Gefallenen. Wir sind wortwörtlich gerade aus einem anderen Raum gegangen, wo genau gleich passiert ist. Hat nur ein Kurzzeitgedächtnis. So, da ist was passiert. Ne? Da war ich hier schon im Ball. Von da bin ich gekommen. Ne? Ja. Berühren. Immer mal lustig, wie so antike Technologien immer irgendwie solche sehr, sehr komplexen Sachen hier, weil nicht erfunden haben. Stell mal vor, du arbeitest in diesen Bereichen, ne, und du musst hier jeden Tag hin, ne? Du musst jedes Mal eine Welle vom Monster besiegen, irgendwie also doch keine zu deinem Schreibtisch zu kommen. Anscheinend nicht. Die Gespräche zwischen den beiden sind immer so trocken, ne? Sieht so aus, das könnten wir jetzt dahin. Das stimmt. Deswegen braucht man ein bisschen lockere Charaktere, ne? Und nicht mal so ernste Charaktere. Weil sonst entstehen Gespräche wie diese. Sieh nur, Clive. Ja. Was denkst du, wie alt das ist? 1000 Jahre? Oh, das ist doch Ifrit, oder? Ja. Bildchen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wer ist wohl das in der Mitte? Eine Art Gott? Na, Ifrit, ne? Dominus des Feuers. Wer bist du? Was? Ja, ich bin du. Okay. Also ist der Typ in der Robe irgendwie eine andere Person? Was? Wie den, den wir gesehen haben? Jetzt aussah wie Joshua. Und ja, oh Gott. Ich bin zurück. Sehen wir die Vergangenheit? Joshua hat auf mich gezählt. Er gab mir seinen Segen.
Ich sollte über ihn wachen. Ihn an diesem Tag zu beschützen, war meine Pflicht. Clive! Joshua! Vergib mir! Er ist tot. Ich nahm ihm das Leben. Und ich gab jemand anders die Schuld. Ich wollte es nicht sehen. Vielleicht hatte ich Angst davor, dass ich mich komplett verlieren würde. Also lief ich davon, vor der Wahrheit. Und jetzt? Bist du bereit, dich ihr zu stellen? Ja. Es wird nicht einfach werden, aber ich muss es tun. Damit Joshuas Seele ihren Frieden finden kann. Sag mir jetzt nicht. Oh Mann. Wie schmerzhaft die Wahrheit auch sein mag. Das habe ich nicht so ein bisschen befürchtet. Etwas unfairer Kampf, finde ich. Oh nein, ich habe Tor gar nicht. Als ich den Trank nicht benutze, büße ich selber ein. Okay, da konnte ich nicht absorbieren. Infernale Esper. Das kann ich mich dem Ding nähern, Leute. Ah, Gott. Ja, ich werde mal einsammeln, aber geht nicht, glaube ich. So, heim ich mal. Aber davon muss ich Gebrauch machen. Okay, anscheinend wurde ich da nicht getroffen. Ha. Ich ziehe auf sein Füßchen. Ey. Hat so eine Markierung auf den seinem Fuß gesetzt. Ah, ich ziehe dich runter, ja. Ich glaube, klappt nicht. Doch, klappt. Boah, das ist wie wenn du mit Nero hier Devil May Cry 4 irgendwie die Gegner alle zupacken, ne? Mit jedem Charakter so eine einzigartige Animation hast, mit jedem Gegner. Nein, sein Füßchen. Ah. Scheint aber nicht so gut zum Treffen zu sein. Great. Ich bin ja schon überrascht, dass ich die ganze Zeit den Angriff, ja. Ich stutze die Zähne.
Na warte, Fred. Jetzt ziehe ich die Fußnägel hoch. Ja, was hat er aber gesagt? Wie geht das zu Frieza? Ja, warte, Frieza. Jetzt ziehe ich die Fußnägel. Ich kann mich denn gar nicht nähern, ey. Mach mal so. Oh Mann. Alter, ich komme gar nicht an den heran. Ja, da kann ich einsammeln. Komm her, guck dich sowieso rein. Boah, Kamera. Kann aber relativ wenig auszuhalten. Ich weiß, ich werde diesen Satz bereuen. Aber okay. Oder auch nicht. Okay, dann fand ich das nicht so schwer, wenn ich ehrlich bin. Sobald du den Rücken zugedreht hast, habe ich gewusst, der steht noch mal auf. Nein. Du leugnest die Wahrheit. Sogar jetzt noch, wo sie genau vor dir steht. Ich muss mich meine Angst stellen. Oh Mann. Es kann nur eingehen, ne? Ich kann Arsch an. Jetzt beginnt der richtige Kampf, ne? Es kann nur eingeben, der Drip hat. Gott. Es kann nur einer cool aussehen. Nur eingesammelt. Warum habe ich den Angriff hochgeballert, ne? Komm her. Weil ich einsammeln können. Ich auch einsammeln. Ja, damit. Oh, du bist hier. Das wär's mal weit weg. Ach, der ist ganz gebrochen. Ich Idiot. Au, au. Schmelzpunkt. Kann ich auch diese Angriffe lernen? Wo ist er? Oh Gott. Das hat aber gar keinen Sinn, dass du so aussiehst, ne? So sah ich nämlich früher nicht aus. Vor 13 Jahren. Was hat deine Pseudo-Esper-Form? Verstehe. Das ist jetzt. Aber zweimal. Nein, Daniel. Wollte ich machen. Das ist genau, was Zit auch kann, ey. Der kann sich auch irgendwie so halb in so eine S-Bar verwandeln. Stimmt, so eine Verwandlung, die ich irgendwann bekomme, ne? Nein, zu spät. Ha. Aber ich dachte, oh, da war gar nicht. Ich mache gar keinen, doch ich mache Schaden. Hammer und Amboss. Setz mal Feuer oder so ein. Ah,
Ich krieg bestimmt die Verwandlung oder so hier nach, ne? Wo ich mich auch in so eine halb essbar irgendwie so verwandeln kann. Das ist ja wie mit Terra dann damals in Final Fantasy 6, konnte sich auch in der S-Bar verwandeln. Okay, ich glaube, ich muss weiter weggehen, damit der Feuer einsetzt, ne? Tut dieser Krallentanz irgendwie immer so die letzten paar Dinger hier abziehen von der Willenskraft. Da ist immer nur so ein kleines Fitzelchen übrig und irgendwie dann bin ich mitten im Krallentanz und dann irgendwie ist auf einmal die Leiste weg. Oh, Purgatorium. Das ist normalerweise Ifrits. Das ist normalerweise der Name von Ifrits Angriff. Ich werde da dran gezogen. Oh, war ich gar nicht mal, ich wollte den, ja. Nein! Ich habe mich verdrückt. Ich wollte diesen Super Phönix-Angriff machen, um mich zu heilen. Aber ich war bei Garuda aus Versehen. Verstehe. Du willst es also nachstellen. Ja. Na, jetzt ist dort ein, jetzt wo ich das nicht breit habe. Jetzt wo ich einmal nicht bereit bin, dazu kontern. Ne? Ja, auch unverwundbar während des Angriffs, ne? Deswegen setze ich den Angriff meistens ein. Das ist genau wie ein Genshin, ja. Wenn ich einen Angriff nicht ausweichen kann, dann setze ich einfach die Ultimate von einem Charakter ein, dann bin ich ein paar Sekunden unverwundbar. Oh, gutes Timing. Jetzt setzt du natürlich Feuer ein, ist klar. Ja, das mache ich zu mir merkt. Setzt da zweimal ein. Da hat sogar geklappt. Hiermit, ey. Ich will ja eigentlich angreifen, während ich das mache, ne? Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu riskant. Ich komme nicht weg, ich komme nicht weg. Aber ich glaube, da war, weil ich zu nah neben dran war, ne? Und wenn ich diese Angriff nicht auch mindestens alle lerne, ne? Dann weiß ich auch nicht. Immer noch neue Angriffe. Habe ich nicht gesehen, Mann. Ich frage mich mal, ne? Oh Gott. Nein, ich bin auch. Ah, zu spät.
Da kommen auch die ganzen Sachen jetzt hintereinander, Mann. Da. Oh Gott. Ich hab gerade gesehen, wie der auf mich zugerannt ist. Oh, du warst da so kurz davor, gebrochen zu werden, Mann. Könnte den langsamen dritten Mitchell nicht ausweichen, Mann. Was willst du? Keine Sorge, ich laufe nicht mehr vor dir weg. Zusammen. Gibst du mir jetzt die Esper-Kraft? Stellen wir uns der Vergangenheit ein für alle Mal. Oh, guck mal da. Ich hab was bekommen. Die Wahrheit akzeptieren. Ah. Wie in Tales of Arise. Zeig dich, Ifrit. Ah. Komm her. Ich stehe in Flammen, du hast keine Chance. Ich habe gerade gesehen, ich habe mich geheilt. Was? Ja, meine normalen Angriffe sind jetzt 1000-mal stärker. Ja, cool. Eingesammelt. Zurück zum Absender. Irgendwie nicht. Ich bin gar nicht getroffen. Aber ich habe mich gerade hoch, sehe ich gerade. Und schon wieder Elemente von Devil May Cry, ne? Das ist wieder Devil Trigger. Oh, ich habe den halt erscheint. Ja, gerade ja. Ah, ich hätte einfach weiter angreifen sollen. Auf Phoenix und Ifrit zusammen. Ich nehme an, das ist nicht so broken, wenn ich das irgendwie im Spiel einsetze. Ne? Das ist irgendwie nur so sehr eine kurze Dauer. Ne? Mal gar nicht versuchen, ja. Ich würde sagen, er sieht irgendwie cool aus, so mit dem weißen Haaren und so. Aber muss ich dich jetzt erledigen? Oder soll ich mich auch verwandeln? Sehr cool. Ich bin der Rechte, ne? Mann. Sie sind das Essen und wir sind die Jäger. Ich brauche keinen Kampf. Ich mache dich in der Quicktime-Event hier kaputt. Shoryuken.
Sehr geil. Ah. Also wenn sie ja schon epische Kämpfe machen, ne, dann aber auch richtig, ne? Sehr cool. Oh, ein Feuersplitter. Oh, kann ich damit ein neues Schwert oder so herstellen? Stimmt, ne? Ein Windsplitter konnte ich mir auch ein neues Schwert herstellen. Aber diesmal mache ich das früher dann, ne? Irgendwie habe ich den Kampf aber nicht verstanden. Er hat gekämpft, um zu akzeptieren, dass er Ifrit ist, ne? Aber er hat ja schon gesehen, als Ifrit beinahe Phönix getötet hätte, ne? Dass er es ist, ne? Also was gab es denn da noch zu akzeptieren, so, ne? War so symbolisch eher, ne? Hingabe. Und jetzt geht er zurück. Was ist los? Boah, es war gerade so cool, ne? Da war Ifrit und da war ich, ne? Und ich war Ifrit und dann. Geht wieder. Dann glaubst du mir nicht. Wie so ein Kind hat irgendwie gerade das Epischste überhaupt gesehen hat. Ja, Jill, wundere ich nicht, wenn ich mich irgendwie mal nicht in Ifrit verwandle oder irgendwie sowas, ne? Er scheint nicht hier zu sein. Lass uns gehen. Okay. Sollte halt irgendwie so Foreshadowing sein. Ifrit ist irgendwie ein Gott, weil er gesagt hat, was ist das, ein Gott? Ja. Ifrit hat immer so eine interessante Story in den meisten Final Fantasy, auch in Final Fantasy Type Zero. Da war auch irgendwie Ifrit einer der ersten Esper, irgendwie hat sich mit Shiva gekloppt oder so in der Vergangenheit. Oder dann irgendwie so als Gott angesehen, ich weiß es nicht. Geht es dir wirklich gut? Du kannst mit mir über alles reden. Ich sehe es jetzt so klar wie nie zuvor. Ich bin damals als Dominus erwacht. Genau an dieser Stelle. Und seitdem habe ich es verdrängt. Aber jetzt erkenne ich mich, wer ich wirklich bin. Ich bin Batman. Die zweite Esper des Feuers, die meinen Bruder getötet und diese Burg zu Boden gebrannt hat. Ich glaube aber immer noch nicht. Ja, der Tod ist. Wir haben ihn ja gesehen, ne? Ifrit. Hat niemand das irgendwie so zusammengesetzt? Phönix, ne? Der Phönix, der aus der Asche wiederbelebt wird, ne? Und noch mehr zerstört. Auch deins. Ich werde für alle meine Verbrechen noch büßen. Doch erst, wenn ich alles weiß. Warum gibt es eine zweite Esper des Feuers? Und warum bin ich ihr Dominus? Wer ist dieser Mann in der Robe? Und was will er? Also gibt es zwei verschiedene Leute. Nee, ich dachte, da wären die gleichen gewesen. Ich werde nicht ruhen, bis ich alle Antworten habe. Das würde ja auch keinen Sinn machen. Der sah ja aus wie Joshua. Und der war schon vor 13 Jahren da, ne? Ich will das auch alles wissen. Kann sein, dass ich wieder ein bisschen zu blöd bin, ne, um das alles zu kapieren, aber... So einige Sachen sind irgendwie nicht so. Da muss man so für doof erklären für mich, ne? Danke, dass du das sagst. Ich kann meine Leute, ist das wahrscheinlich offensichtlich. Du blickst der Wahrheit ins Gesicht mit offenen Augen. Du hast dich nicht verändert. Nein, Clive. Das ist nicht wahr. Aber ich muss wieder zu mir zurückfinden. Meine Taten waren unverzeihlich. Also war sie jetzt auch damals irgendwie der Dominus von Shiva? Oder ist das auch erst später passiert? Wieder vereint.
Das sind auch wieder so Sachen, ne? Also anscheinend, also kann ja nicht, ne? Weil sonst hätte ja Clive irgendwie schon gewusst, dass sie Jagd auf die machen, ne? Wenn er hier ist, dann war das, was ich im Kerl gespürt habe, wie fatal. Es bleibt nicht viel Zeit. Oder ist das nicht Joshua? Ich meine doch, die Haarfarbe kommt da so hin, ne? Währenddessen Schloss Dasborg. Oh, der Typ, der höchstwahrscheinlich getan ist. Sag mir, wer das war, oder du wirst. Oh, der Kopf von Benedikta oder so. Der Bote hat. Er hat gesagt, dass Sid ihn bezahlt hat. Seine Stimme kommt mir ein bisschen bekannt vor. Schon irgendwie der Kopf von Benedikta oder so drinnen, ne? Dafür wirft die Frage auf, wer hat ein bisschen den Kopf von der abgehackt und dahin gebracht? Hat das Sid gemacht? Sid hat das gemacht, ne? Ifrit ist aber auch Clive hat die Kontrolle über die Esper Ifrit erlangt, wodurch ihm neue Esper-Fertigkeiten wie zum Beispiel Feuerramme zur Verfügung stehen. Wie der Name schon anlässt, eine Ramm-Attacke, die Gegner zurückwirft und ihnen stetig Schaden zufügt. Außerdem ist der Limit-Rauschreiß jetzt verfügbar. Entschuldigung. Ihr verteilt sich die Plätze für Esper-Fertigkeiten mit Phoenix. Ein Überblick und da. Limit Rausch Ruhe. Ja, das ist mehr oder weniger der Devil Trigger, ne? Professor Clives innere Bestie empfahl ihn einen halb erwachten Ifrit, in den du beiden Sticks reindrückst. Wenn die Leiste voll ist. Sie fühlt sich jetzt mal, wenn dir Schaden zugeführt oder du erfolgreich offensive und defensive Manöver durchführst. Im halb erwachten Zustand hast du für begrenzte Zeit eine Reihe von Vorteilen im Kampf. Angriffskraft und Geschwindigkeit sind erhöht, Lebenspunkte werden stetig regeneriert und deine Angriffe durchbrechen die gegnerische Verteidigung. Und wohin jetzt? Zurück nach Eastpool. Ich muss noch einmal mit dem Dorfrat sprechen. Unter anderem über Lady Hannah. So, nehme ich mal, ich kann nicht irgendwie. Nee, sonst wäre ich ja nämlich zurückgegangen und hätte irgendwie mal nicht. Dass sie bleiben will. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann mir jetzt eine Waffe ich erstellen. Dass sie bei Sid sicherer wäre. Das stimmt. Wir sollten ein Treffen arrangieren. Okay. Aber da gehen wir halt nächstes Mal zurück, ne? Kann ich irgendwie so was nachgucken jetzt? Fabelhaftes Tier. Ifrit beschworen.
Oh. Aber bestimmt meine Limitleiste jetzt irgendwie hochballern, ne? Irrlicht. Schwör mehrere schnell kreisende Feuerbälle, die Gegner bei berühren und Schaden zufügen und deren Attacken zudem abfangen können. Ist das dann auch so eine Fähigkeit, die ich ausrüsten muss? Vorne und versetze Gegner mehrere Treffer, während du sie zurückdrängst. Auch in der Luft einsetzbar. Limitrausch. Das habe ich ja schon, ne? Lernen. Also wenn ich das verbessere, Limitrausch wird um einen zweiten Abschnitt erweitert. Habe ich doch schon. Mit einem dritten Abschnitt. Ja gut, lassen wir das erstmal so, ne? Oder soll ich die neue Sache hier lernen? Ehrlich, das klingt irgendwie nicht so dolle. Klingt ein bisschen komisch. Ich überlege gerade, ich finde eigentlich meine Angriffe gerade so richtig schon toll eigentlich, ne? Obwohl dieser eine Phönixflug, der ist immer so lange, der dauert immer so lange, deswegen gehen wir mal das hier lernen, würde ich sagen, ne? So. Das dauert immer so lange, bis das fertig ist, das Teil. Lernen wir das hier mal, ne? Ne? Könnte ich mir irgendwie vorstellen, wäre ein guter. Klingt wie so ein guter Angriff, den man irgendwie einsetzen kann, um die Distanz irgendwie zu verkürzen. Na gut. Aber wir sind heute fertig, ne? Wir hatten heute genug Action, ne? Würde ich sagen. Und ich sage dann, wir machen beim nächsten Mal weiter, ne? Wenn es wieder heißt, wenn es weitergeht mit Final Fantasy 16, ne? Gut. Lass mich den Angriff mal sehen. Ah, kann ich gar nicht. Nein. Stimmt, wir sind in diesem toten Land, ne? What? Also kann ich jetzt zurück oder nicht? Nee. Ich muss mich wahrscheinlich jetzt durchkämpfen oder so, ne? Ah, jetzt ist der wahrscheinlich Gegner oder so, ne? Ich weiß es nicht. Warum könnte ich mich sonst nicht zurück teleportieren, ne? Aber egal, da machen wir uns das nächste Mal um Gedanken. Ich würde erstmal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen, dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.